Leben. Da stimmt was nicht. Susie? Bist du da? Sophie! Wir werden... Was? Susie, was ist da los? Es war eine Falle! Hau ab! Scheiße. Susie? Ralf? Hayden, schnell! Sie haben alle Kristalle! Alles, was wir hatten! Ich sehe Banditen und eine Menge Leichen, Sophie. Es tut mir leid. Wusste ich doch, dass die Schweine uns hintergehen würden. Scheiß auf die Wichser, Aiden. Mach sie alle kalt. Ich darf nicht stutzen? Echt jetzt? Habe ich Halluzinationen? Nein, nein, nein. Kannst du das glauben? Was zur Hölle ist das? Da ist etwas. Siehst du, dein Arsch gehört mir, Sackgesicht. Jetzt, du Bastard! Du willst... Du entkommst nicht, Arschloch! Hier, du Arschloch! Nimm das! Jetzt hab ich dich! Erstick dran, du Wichser! Kriegst du's geschissen? Der trifft, du Arsch! Nimm das! Du bist erledigt. Geschafft. Keine Überlebenden. Susie hatte sie. Susie? Karl. Sie haben Karl. Was? Wo? In ihrem Lager. Wir müssen... Susie? Susie, wo sind die Kristalle? Susie? Sophie, ich habe Susie gefunden. Sie ist tot. Ich kann es nicht fassen. Zuerst Birdie, jetzt sie. Verdammt. Verdammt, verdammt! Du hättest nichts tun können. Nein. Außer, dass ich sie dahin geschickt habe. Joes Leute haben Karl entführt. Und ich sehe die Kristalle nicht. Fuck! Shit! Verdammter! Was? Ein Unhold. Ein riesiger, hässlicher Bastard. Er ist langsam. Aber sei vorsichtig. Durchsuch die anderen Leichen, Aiden. Vielleicht sind die Kristalle ja noch da. Oh,
Alles mitgenommen. Wahrscheinlich bevor du da warst. Alles ist schiefgelaufen. Also gut. Jetzt gehen wir in die Offensive. Treffen wir uns am Lagerplatz von Jack und Joe auf dem Dach bei der Überführung. Wir gehen Karl holen. Und unsere Kristalle. Jack und Joe werden für diesen Scheiß bezahlen. Aiden, wie geht's? Bist du am Leben, Mann? Scheiße, ich werd sentimental. Das habe ich seit meiner dritten Scheidung nicht mehr gesagt. Das ehrt mich, aber mach dir keine Hoffnung. Bin nicht so der Typ für die Ehe. Was über den Mord am Commander herausgefunden? Sophies Bruder hat etwas über Lukas Tod erwähnt. Mehr nicht bisher. Jetzt gibt es ein größeres Problem. Die Banditen, die du erwähnt hast, haben Karl als Geisel genommen. Ah, Scheiße. Genau, ich helfe Sophie, ihn zu befreien. Gut, verschaff dir ihr Vertrauen. Vielleicht finden wir so raus, was sie wissen. Pass auf dich auf. Vielleicht werden sie misstrauisch. Aber wenn du das hinkriegst, lässt uns Aito ins Zentrum.